Hallo meine hübschen Hasileins, heute mal wieder ein Beauty-Video und zwar das allseits bekannte und beliebte 10 unter 10 und ich habe mir überlegt, nicht Stevie Move hat sich überlegt, das muss ich ja jetzt dazu sagen, weil manche denken ja hier, ich drehe jetzt völlig durch. Ich mache da so eine Sommer-Edition, also quasi meine 10 Produkte unter 10 Euro im Sommer, die ich am liebsten im Sommer verwende quasi. Und ihr habt euch gewünscht, dass ich auch das nochmal so allgemein mache, das mache ich auch. Weil ich auf Instagram gefragt habe. Ich möchte mich übrigens entschuldigen, dass gestern kein Video kam, weil ich mache sonntags eigentlich immer ein Video. Wer mir auf Instagram folgt, hat den Grund gesehen und ich denke mal, der Grund spricht für sich. Und wir fangen jetzt sofort an. Es sind tatsächlich alles Produkte, die es noch zu kaufen gibt. Also es ist keine LE dabei, das war mir ganz wichtig. Und ihr kriegt alle Produkte in der Drogerie. Also ihr müsst nichts, nur weil es jetzt unter 10 Euro ist, habe ich dann nicht gesagt, okay, dann kann ich auch aus dem Online-Shop was nehmen. Sondern mir war es wichtig, dass ihr das wirklich im DM Rossmann kaufen könnt. Also es bewegt sich auch wirklich nur im DM und im Rossmann. Wir fangen sofort an. Und zwar fangen wir an mit Nagellacken. Und da habe ich diese Farbe hier mir rausgesucht. Und zwar ist das von Sally Hansen, die 421 Peach of Cake. Und ihr seht das, das ist eine wunderschöne Farbe. Das ist so ein cremischer Peach-Ton, so ein Pastell-Peach. Und den habe ich auch auf Instagram gepostet und da waren auch ganz viele ganz begeistert und das ist wieder so ein Ton, wo, denke ich, einige YouTuber sagen würden, ja, der passt perfekt zu brauner Haut. Ich finde, wir blassen Häutchen werden immer so ein bisschen vergessen, was sowas betrifft. Aber ich finde, das ist ein Nagellack, den könnt ihr perfekt mit blasser Haut tragen. Der sieht so wunderschön aus. Und ich habe letztens bei der lieben Frauke bestellt im Shop. Und da hat sie mir Nagelfarbe mit dazu gepackt. Da habe ich mich ganz sehr gefreut. Und das ist dieser Ton hier. Wenn ihr den seht, also das ist wirklich so ein richtig schöner cremischer Peach-Ton und der deckt super gut, also es würde theoretisch eine Schicht reichen, aber ich bin einfach da immer so ein bisschen ängstlich und mache dann immer zwei Schichten, also das ist wirklich ein wunderschöner Nagellack. Peach of Cake von Sally Hansen ist nicht limitiert, bewegt sich unter 10 Euro, also passt perfekt hier mit rein. Dann habe ich mir noch rausgesucht den Essie Cute as a Button. Da war ich erst so ein bisschen skeptisch, ob der mir gefällt oder nicht, aber ich liebe diesen Ton, der ist wunderschön. Das ist so ein, ja, so ein Pink, also ich finde, in der Flasche kommt er ganz anders rüber wie auf den Nägeln. Also der knallt auf den Nägeln wirklich richtig krass. Und mich erinnert das immer so an eine Erdbeere, nur ein bisschen pinker. Also jetzt so, wenn ihr das seht und ich sage Erdbeere, denkt ihr schon Schaden. Aber hier auf dem Nagelrad kann man es auch schon wieder, finde ich, besser sehen. Das ist so ein schöner Ton, also ich liebe diesen Ton. Und ich finde die Essilacke auch nicht teuer, muss ich sagen. Also klar, im Drogeriebereich sind es die teuersten Lacke, aber im Vergleich zu Chanel oder Dior sind diese Lacke meines Erachtens um Längen besser. Und also ich finde den Ton wirklich super und der passt perfekt in den Sommer. Ich habe den jetzt gerade auf den Fußnägeln, also ich kann den euch echt empfehlen. Essie Cute as a Button, ihr werdet es nicht bereuen. Vom Auftrag her ein Träumchen. Ihr müsst allerdings aufpassen, hier braucht ihr zwei Schichten auf jeden Fall. Also eine Schicht funktioniert nicht, habe ich auch auf dem Nagelrad gemerkt, das müssen schon zwei Schichten sein. Und der ist wirklich toll. Ich habe ja noch den Lovey-Dovey mir geholt. Und der ist von der Farbe her ein absoluter Traum. Ich hätte ihn auch gerne mit reingenommen, aber der verhält sich bei mir sehr zickig im Auftrag. Und deshalb habe ich ihn nicht mit reingenommen. Jetzt sind wir mit den Nägeln fertig. Das sind so meine zwei Go-To-Sommerfarben. Also auf den Fußnägeln oder auch auf den Fingernägeln. Das sieht einfach phänomenal gut aus. Und es wirkt halt auch einfach sehr süß und trotzdem sehr edel. Also finde ich toll. Dann kommen wir zu den Lippen und zwar habe ich mir da rausgesucht von Rival de Loup, den habe ich euch schon in meinem Haul gezeigt, in meinem Riesenhaul. Das ist die Farbe 25 und das sind diese schwarzen Lippenstifte, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das für eine Reihe ist. Ich glaube irgendwas mit Creme, weil die werden dann auf den Lippen sehr schön cremig. Das ist eine wunderschöne Farbe, ich trage den jetzt auch schon wieder. Ich liebe diesen Lippenstift. Der ist super in der Kombination mit Stormy Pink, also sieht wirklich total schön aus. Ich swatche den euch natürlich auch. Da bin ich ja nicht so. Oh, der ist so schön, das ist so ein Rosenholz. Und ich finde, der sieht vielleicht jetzt so ein bisschen herbstig aus, aber ich finde, der macht das Hautbild allgemein und also das Gesamtbild des Gesichtes sehr, sehr frisch. Und das ist genauso wie mit Stormy Pink. Der ist halt trotzdem so ein bisschen verrucht und sexy. Das habe ich gespuckt. Und aber trotzdem, ja, irgendwie sehr frisch und genauso ist der Lippenstift. Also sehr frisch und ja, erfrischt halt wirklich das
das Gesamtbild des Make-ups auf. Also ich liebe diese Farbe sehr und ich habe euch das ja schon in meinem Haul gesagt, aber vielleicht hat es jemand nicht gesehen. Den Arsch von den Rivaldi Lippenstiften könnt ihr abnehmen. Und ja, da habt ihr nochmal die Farbe drin. Also wirklich ganz tolle Lippenstifte, sind meine Lieblingslippenstifte aus der Drogerie. Also P2 kann da einpacken, Essence kann da einpacken. Das sind wirklich meine absoluten Lieblingslippenstifte aus der Drogerie geworden. Ich habe jetzt noch drei andere Farben und ich werde mir definitiv das komplette Rivaldi Loop Sortiment nochmal ein bisschen genauer angucken. Also ein Top-Produkt, wirklich toll. Dann sind wir immer noch bei den Lippen, genau, und zwar sind das die Catrice Made to Stay Smoothing Lip Polishes. Das sind diese hier, diese 8 Stunden halt, und die halten wirklich lange. 8 Stunden finde ich jetzt leicht übertrieben, also 8 Stunden halten sie bei mir nicht. Aber die hinterlassen einen Stain und von daher passt das schon. Und die sind halt extrem glossy, was finde ich im Sommer total gut passt. Und das ist jetzt die Farbe 060 Mission Pink Possible. Und das, guckt euch das mal an, seht ihr das? Das ist krass, oder? Also das ist wirklich eine Knallerfarbe. Die hat mir die liebe Sweet Jasmin Baby empfohlen. Ich grüße dich hiermit mal, mein Herz, liebe Nathalie. Sie hat mir den empfohlen und seitdem ich den habe, trage ich den wirklich oft. Habe ich auch schon auf einem Instagram-Bild getragen. Da habt ihr auch alle gesagt, es steht mir gut. Ich muss immer auf den roten Punkt gucken. Ihr seht das, das ist wirklich eine Knallerfarbe. Passt super in den Sommer, sieht super sexy aus, wenn ihr das auf den Lippen tragt. Allerdings würde ich euch einen Lip Liner empfehlen, weil er läuft so ein bisschen aus. Also ihr müsst da so ein bisschen aufpassen. Also so eine halbe Stunde sieht er wirklich klasse aus, aber dann fängt er an auszulaufen. Und da die Farbe wirklich lange hält, ist das so ein bisschen problematisch. Aber Preis-Leistung, der kostet sogar, glaube ich, unter 5,95 Euro. Und der ist so schön. Da werde ich mir auch noch andere Farben angucken. Also es ist eine wirklich tolle Farbe. Ist jetzt vielleicht für euch, wenn ihr noch in die Schule geht oder so, auf keinen Fall eine Alltagsfarbe. Da würde ich euch eher den Rivaldi Loop Lippenstift empfehlen. Habe ich übrigens gesagt, das ist die Farbe 25, habe ich, glaube ich, gesagt. Ne? Ja, und wie gesagt, das ist auch ein wunderschöner Ton und auch vom Finish her und auch vom Tragegefühl her einfach toll. Also tolle Produkte, kann ich euch echt empfehlen. Schaut euch die Farben mal an, auch wenn die euch jetzt vielleicht so knallig ist. Wir haben echt tolle Farben im Sortiment. Dann machen wir weiter mit Lidschatten. Und da habe ich einmal den von Catrice, den Liquid Metal Lidschatten. Der sieht auch schon, also bei meinen Produkten sieht man wirklich, dass sie benutzt sind, was ich auch vollkommen in Ordnung finde. Das ist die Farbe Golden Roses 020 und das ist einfach so ein wunderschönes Rose Gold. So kann man das wirklich... Oh nee. Also das war ein wunderschönes Rose Gold. Die Jules hat mich angesteckt. Ach scheiße, ey. Noch ein Grund heute zu DM zu fahren. Fuck. Oh, ich habe auch keinen Bock, den wieder zu pressen, ey. Das ist jetzt natürlich, also so sieht er jetzt aus. Vorher war er schön. Naja, früher waren wir alle bildschön, heute ist nur noch das Bild schön. Ich versuche euch den jetzt trotzdem mal zu swatchen. Ja, dann muss ich sehen, dass ich mir den heute nachkaufe. Ja, das sieht man jetzt natürlich, ach scheiße ey, frisch Hose angezogen. Kann gleich wieder in die Wäsche, ich weiß nicht, ob ihr das seht hier, diesen Schimmer einfach. Wirklich ein sehr schöner Ton, sind jetzt anscheinend nicht so gut gepresst. Also ich weiß nicht, sagt mir doch mal, ob das bei euch auch schon passiert ist. Aber es ist wirklich an sich eine wunderschöne Farbe, die ich auch unbedingt wieder brauche. Scheiße. Mal sehen, ob ich den presse, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich hole mir halt einfach einen neuen bei DM. Also ist wirklich ein schöner Ton. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier in der Kamera seht, aber da lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick drauf zu werfen. Dann noch von Catrice, auch Liquid Metal Lidschatten, die 080 Moves Like Jagger, also Moves Like Jagger, das ist so ein Move-Ton, den habe ich heute auch auf den Augen und kombiniert natürlich, ihr dürft alle raten, mit was habe ich diesen Lidschatten heute kombiniert, mit welchem? Mit Stormy Pink natürlich, von MAC, also sowieso. Und das ist auch ein ganz, ganz toller Ton, finde ich, auch für den Sommer, weil der auch so ein bisschen verrucht aussieht. Super zu Stormy Pink passt, aber trotzdem sehr, ja auch so ein Lidschatten ist dadurch, dass der so einen leichten Hauch von lila Flieder mit drin hat, sieht er auch so ein bisschen, also macht er auch das Gesamtbild so ein bisschen frisch. Also ich finde heute, halt habe ich zum Beispiel meine Augen eigentlich schon ziemlich dunkel geschminkt, aber ich finde nicht, dass ich jetzt aussehe, als ob ich in die Disco will. Ich finde trotzdem, dass das gerade in Kombination mit dem Lippenstift von Rivaldi Loop sehr frisch aussieht. Und das ist dieser Ton hier, sind vom Auftrag her ein Träumchen.
Von der Pressung her offensichtlich nicht, aber gut, nun gut. Kann man nicht ändern. Dann noch für die Augen, und zwar von NYX. Ach so, seht ihr, das war das einzige Produkt. Das müsst ihr euch dann bei Douglas kaufen. Obwohl, ja doch, das gibt es ja bei Douglas auch schon in manchen Filialen. Ne? Ansonsten müsst ihr das halt online bestellen. Sorry, das ist das einzige Produkt. Und zwar ist das der Eyebrow-Dingsbums-Stift in der Farbe 915 Taupe. Und das ist mein... Warum Sommer? Warum ich den im Sommer? Weil ich den immer im Sommer nehme, weil meine Haare da heller werden. Ihr habt mich gefragt, alle, ob ich meinen Ansatz irgendwie gefärbt habe. Nee, ich bin einfach ein paar Mal in die Sonne gegangen. Und dadurch, seht ihr das, das ist so ein wirklich richtig schöner Ton für blonde, also für blonde Mädels. Machen wir noch ein bisschen dicker. Ihr könnt es auch als Kajalstift benutzen. Mir ist er als Kajalstift ein bisschen zu hart einfach. Aber ich finde so von der Textur und für die, also so für die Augenbrauen finde ich ihn klasse, gerade im Sommer. Im Winter nehme ich eine dunkle Farbe, ganz einfach, weil da meine Haare auch dunkler sind. Und deshalb, ja, für den Sommer eine ganz tolle Farbe. 915 Taupe von NYX. Wirklich toll, bewegt sich auf jeden Fall noch unter 10 Euro. Dann kommen wir zum Gesicht allgemein und da habe ich eine Foundation rausgesucht. Wenn ihr möchtet, mache ich dazu mal noch ein, also wie nennt man das, eine Foundation-Routine, wenn ich die benutze. Das ist das Easy Match Make-up von Manhattan. In der Farbe, oh scheiße, wo steht denn das, Leute? Soft Porzellan. Porzellan. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Das ist von der Farbe her klasse, weil es extrem hell ist. Also ich kann das tragen und das will was heißen. Und ich habe es heute nicht drauf übrigens. Heute habe ich NARS Sheer Glow oder ja, Sheer Glow Foundation drauf. Und die ist wirklich aber super. Also die ist sehr, sehr leicht. Die lässt sich meiner Meinung nach gut verarbeiten. Viele sagen... Die lässt sich nicht gut in die Haut einarbeiten, finde ich überhaupt nicht. Kommt sicherlich darauf an, was ihr für einen Pinsel dafür nehmt. Also ich finde die wirklich klasse, die dunkelt auch nicht nach. Das finde ich von der Drogerie Foundation grandios. Bewegt sich auf jeden Fall unter 10 Euro und ist schon relativ matt. Fängt aber auch relativ an zu glänzen, aber irgendwie an den richtigen Stellen. Also hier so. Und dadurch finde ich, sieht die total toll aus, macht so einen schönen Glow. Und also man sieht total frisch aus, auch wieder mit dieser Foundation. Also auch perfekt für den Sommer. Die ist sehr, sehr leicht. Von der Deckkraft her auch ziemlich leicht. Also viele sagen leicht bis mittel. Ich finde sie wirklich leicht von der Deckkraft her. Sie schafft es, weiter im Text, was ich sagen wollte, sie schafft es nicht, meine roten Wangen abzudecken. Von daher ist sie eher leicht von der Deckkraft. Ihr könnt die aber super schichten, ohne maskenhaft auszusehen. Also die finde ich wirklich, wirklich toll. Kann ich euch echt empfehlen. Also gerade auch für helle Häutchen, die eine Foundation suchen in der Drogerie für den Sommer, die vielleicht nicht gerade eine ölige Haut haben, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig. Aber ich habe eine Mischhaut, also ich fange auch so ein bisschen an zu glänzen und ich komme damit super klar. Also ich liebe die sehr und die ist auch vom Geruch her sehr schön. Und ich dachte erst, ich bin gegen die allergisch, aber ist doch anscheinend nicht so, weil jetzt, ich habe die erst genommen, habe Pickel bekommen. Und da lag das doch an was anderem, weil dann habe ich aufgehört, die zu nehmen und jetzt nehme ich die wieder regelmäßig und alles super. Also auch vom Duft her richtig schön. Ich mag die sehr gern. Meine einzige Foundation aus der Drogerie, die ich wirklich empfehlen kann. Und dann haben wir noch fürs Gesicht den Bronzer von, oh Gott, das sieht so versüfft aus, von Essence Sun Club für Brünette. Der ist wirklich schön. Ich will mir den mal noch für Blonde angucken. Der riecht... Ach, scheiße, ich glaube, der riecht nach Sommer, nach Urlaub, einfach nach Meer. Den habe ich heute auch auf den Wangen. Also, der sieht jetzt in der Kamera ziemlich krass aus, aber ihr könnt den selbst... Ups, Punkt ist noch da. Selbstverständlich verblenden. Schon wenn ich den hier jetzt so auftrage mit den Fingern, ist der... Oh, der ist auch sehr weich, muss ich sagen. Also, der krümelt nicht und... Der ist schon rotstichig, aber ich habe schon mal in einem Video gesagt, der Chanel-Bronzer ist auch rotstichig. Von daher kann ich nicht verstehen, warum man da nicht zu so einem Produkt auch greifen möchte, weil das ist im Endeffekt, außer natürlich von der Konsistenz ja was Unterschiedliches, aber vom Rotstich her nehmen die sich nicht viel. Und er wärmt das Gesicht schön auf, das ist übrigens die Farbe 02 Sunny, der wärmt das Gesicht schön auf und aber nicht, dass man da aussieht wie so eine Karotte, sondern der sieht einfach total hübsch und... Ja, sommerlich und das Gesicht wirkt halt auch gleich so ein bisschen gebräunt eben, aber auf eine sehr schöne Art und Weise, also nicht hier übelst viel. Und ich nehme den auch als Rouge-Ersatz, wie gesagt, und ich mag den total gerne, kann ich euch empfehlen. Entschuldigung. Und ihr habt natürlich auch viel Produkt drin.
Und dann möchte ich euch noch empfehlen von Wellness and Beauty von Rossmann. Das habe ich jetzt erst gekauft, habe ich auch in meinem Haul gezeigt. Und zwar das Wellness and Beauty Shampoo mit Mandelmilch und Bambusextrakt. Und ich habe das ja genommen, weil das einfach himmlisch göttlichst riecht. Aber ich muss dazu sagen, ich habe von der Pflege nichts erwartet. Aber es pflegt wirklich, also passt auf, ich lese euch mal was vor. Fühlen Sie sich federleicht unbeschwert. Mit sanfter Mandelmilch, wertvollem Bambusextrakt und pflegendem Keratin vereint zu einer einzigartigen Rezeptur. Das Shampoo reinigt Ihr Haar besonders sanft, macht es leicht kennbar und verleiht einen wundervollen Glanz. Zur täglichen Anwendung geeignet, ohne Silikone. Und was soll ich euch sagen? Alles, was hier drauf steht, stimmt. Also für den Sommer super geeignet, weil im Winter brauchen meine Haare eindeutig viel mehr Pflege. Und im Sommer, also es ist wirklich, es macht die Haare federleicht, sie kriegen Volumen, sie glänzen unbeschreiblich schön. Also ich habe mir vorhin meine Haare durchgekämmt und da hat sich, ich hatte Wäsche aufgehangen und da hat sich meine Wäsche in meinen Haaren gespiegelt. Also was habe ich noch nicht erlebt. Also die macht einen wunderschönen Glanz, also das Shampoo, und beschwert aber die Haare nicht. Also für den Winter wäre es mir eindeutig zu wenig Pflege. Aber ansonsten, für den Sommer reicht es mir absolut zu, ich merke das ja. Und meine Haare glänzen, sie lassen sich wirklich leicht durchkämmen. Sie sind wirklich nicht beschwert, also federleicht, das trifft es einfach. Und wie gesagt, sind auch keine Silikone drin und deshalb tolles Produkt vom Geruch her, ein Träumchen. Also würde ich mir mal anschauen, wenn euch der Duft natürlich gefällt, ansonsten wird es Mist. Weil der Duft hält auch eine Weile in den Haaren. Ich habe die gestern gewaschen und ich rieche das jetzt immer noch. Also tolles Produkt. Ja. So, Haselines, das war's von meinen 10 unter 10 Produkten und ich würde mich freuen, wenn ihr mir mal in die Kommentare schreibt, was eure 10 unter 10 für den Sommer sind. Und ich sage euch gleich, ich mache noch ein Video dazu, was meine allgemeinen Favoriten sind. Das wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil da wären auch meine Reinigungsprodukte mit drin und die sollt ihr ja noch nicht wissen, weil die kommen in meinem Hautpflege-Routine-Video. Und ja, wollte ich sonst noch was sagen? Nö. Genau. Schreibt mir mal eure 10 unter 10 in die Kommentare und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Sonne scheint, also alles passt, zumindest bei uns. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssilein und Knutschilein.